Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum weiteren Pickepall von mir. Und wie ihr seht, Mimi ist am Start. Ich kann mal ganz kurz ihren Schnurrapparat reinblenden. Kleines Katzen-ASMR. Ein Wunder, dass sie nicht reingebissen hat. Also sie hat sich mal wieder zu uns gesellt. Heute geht es mal um ein spezielleres Thema. Und zwar, warum bist du vielleicht schon seit der Geburt an Single, hast nie einen Partner oder eine Partnerin gehabt? Oder bist immer wieder Single, weil es klappt nicht, die Beziehungen gehen immer wieder auseinander, es hält nicht, es ist nichts Dauerhaftes. Ja, woran könnte es liegen? Was ist der Grund dafür? Ja, welche Bestimmung ist vielleicht dahinter? Du hast 4 verschiedene Piles, zu denen du dich hingezogen fühlen kannst. Wie gesagt, in den Piles bekommst du meistens eher die Bestätigung für das, was du eh schon fühlst, was du eh schon ahnst, beziehungsweise kriegst vom Universum manchmal auch noch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Deswegen nutze ruhig, wenn du ein bisschen überfordert bist und nicht so richtig weißt, welcher Pile dich anspricht, einfach die Auswahlmeditation, die ich gleich einblende. Und dann kannst du gucken, welcher Pile dir direkt ins Auge springt. Das hilft manchmal auch, die Augen zu schließen, wieder zu öffnen und zu gucken, wo deine Augen hinspringen sozusagen. Okay, fangen wir an. Das ist Pile Nummer 1 mit dem Bergkristall. Pile Nummer 2 mit dem Rutilquarz. Pile Nummer 3 Chalcedon. Und Pile Nummer 4, dem Chrysokoll. Ich glaube, hier ist ein Katzenhaar. Natürlich ist hier ein Katzenhaar. Was sonst? Okay. Wie gesagt, ich gebe dir jetzt die Auswahlmeditation, dass du ein bisschen in dich reinfühlen kannst. Ich merke gerade, der Katzenschnurrapparat ist auch gerade ruhig geworden. Und packe die Timestamps in die Infobox, sodass du die direkt anklicken kannst. Und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis dann. Hallo, Pile Nummer 1 mit dem Bergkristall. Wir gucken mal, warum Single, warum klappt's nicht oder wie auch immer. Also interessant, dass wir die Skorpion-Energie bekommen, weil das steht für die Transformation, für den Wandel. Fast so, als ob man noch sagen sollte, du bist noch nicht an dem Punkt, wo du wie ausgereift bist für deine perfekte Partnerschaft. Fast so, als ob bestimmte Dinge in deinem Leben passieren mussten und Erkenntnisse kommen mussten oder auch noch kommen müssen, je nachdem. Ist auch interessant, dass wir eine ähnliche Farbgebung haben. Also dieses Blau-Grüne, was für die Emotionen steht. Ich glaube, da ist fast so, als ob da so viel in dir passiert, ob bewusst oder unbewusst, was erstmal über die Jahre, die Jahrzehnte verarbeitet werden musste. Fast so, als ob ihr Wesenheiten irgendwie seid, die nicht vom Planet Erde kommen, sich erstmal wieder mit dem Körper arrangieren müssen, erstmal wieder ankommen müssen.
Und erstmal wieder dieses Gespiel oder dieses Spiel Menschsein, Gesellschaft, Geschlechtlichkeit, dann das Ganze, das muss irgendwie erstmal wie ankommen. Und ihr seid da irgendwie wie in so ein, wie so reingestürzt, so fühlt sich das an. Und seelentechnisch seid ihr andere Dinge gewohnt, da wo ihr herkommt. Ihr kommt von einer anderen Ecke, wo, sagen wir mal, die Wesen dort ganz anders miteinander umgehen, ganz anders empfinden, sich ganz anders geben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist das deswegen sehr schmerzhaft gewesen, hierher zu kommen. Wahrscheinlich bei dem einen oder anderen war es auch die sexuelle Orientierung, noch nicht zu wissen, welches Geschlecht stehe ich eigentlich? Oder haben vielleicht gedacht, man steht auf ein bestimmtes Geschlecht, aber dann kam der Wandel oder die Erkenntnis, nein, es ist doch noch ein anderes dazugekommen. Oder es ist sogar komplett ein ganz anderes. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht auch der rauszufinden, wie viel weiblich-männlich bin ich, wie sehr fühle ich, wer ich da eigentlich bin. Hier geht es definitiv irgendwie darum, dass ein Wandel vollzogen werden musste zwischen dem, wer du mal früher warst und dem du jetzt bist. Und dass diese Version, die du heute bist, definitiv mehr beziehungsfähig ist als die Version früher. Und es hat nichts damit zu tun, dass du nicht Liebe geben konntest oder nicht ein toller Partner hättest sein können. Aber du wärst trotzdem, hab das Gefühl, eifersüchtiger gewesen, besitzergreifender. Wahrscheinlich in mancher Hinsicht noch ein bisschen selbstsüchtiger. Weil, und versteht mich nicht falsch, ne, wenn man Menschen gegenüber sich öffnet und für die da sein will, kann man manchmal selbst mit seiner, ich will nicht sagen Kontrollsucht, aber manchmal mit seiner, so der darf mit keinem anderen reden, weil ansonsten ist das Betrug. Oder man fühlt sich auf einmal minderwertig, wenn derjenige vielleicht eine andere Frau oder einen Mann anguckt. Einfach weil man noch so unsäglicher ist mit sich selbst und den anderen permanent Angst hätte, den zu verlieren, weil Skorpion steht auch für diese plötzlichen Veränderungen und auch für die Verlustängste. Und ich glaube, dass diese Verlustängste abgebaut werden mussten oder müssen, damit du bereit bist, dich zu öffnen für jemanden, aber auch nur jemanden, der absolut zu dir passt, weil der Skorpion oder die Skorpion-Energie lässt niemanden ins Leben, der nicht wirklich passt. Also wirklich, wo ihr wirklich ähnliche Dinge mögt. Also jetzt, ich nehme jetzt mal das blöde Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel ein Raucher bist, dann wirst du nicht mit einem Nichtraucher unbedingt zusammenpassen, weil ihr immer an irgendeinem Punkt euch das streiten werdet. Irgendwie wird der Nichtraucher immer irgendwie sagen, oh, kannst du bitte draußen rauchen oder kannst du bitte deine Zähne putzen oder was auch immer. Das ist, ab irgendeinem Punkt wird es anstrengend. Und selbst wenn es am Anfang vielleicht geht, wird es aber, wenn andere Punkte dazukommen, die in der Beziehung vielleicht schwieriger wären, kann es sich dann irgendwann auf dieses Rauchen stürzen. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber so in der Art, der Skorpion will jemanden, der so tickt, der Dinge teilen will. Das ist was Intimes, was Intensives. Der will auch sexuelle Leidenschaft und der will wirkliche Verbundenheit und der will nicht einfach nur an der Oberfläche. Und da spielt auch der Körper eine große Rolle mit, die Selbstannahme, was den Körper angeht, sich selbst zu akzeptieren, auch ein bisschen für sich zu sorgen, seinen Körper zu lieben, seinem Körper Heilung zu geben oder Heilung zuzulassen. Weil Skorpion neigt auch manchmal dazu, ne, Drogen zu konsumieren, also Drogen im Sinne von Alkohol, Rauchen oder wirkliche Drogen, ja, irgendwelche Tabletten oder irgendwelches Sachen, die man rauchen kann. Und so sehr, wie manche Sachen natürlich hilfreich für den Körper sein können, sind sie dauerhaft aber auch schädlich für den Körper. Und ich glaube, dass das hier auch nochmal ein Faktor für den einen oder anderen spielt, dass man seine fehlende Selbstliebe durch, in Anführungsstrichen, Missbrauch von Dingen ausgeglichen hat. Es kann zum Beispiel auch Essen sein, ja, bestimmte Essenssachen. Es muss nicht immer eine Droge sein, weil Essen kann auch eine Droge sein, wie Zucker oder andere Nahrungsmittel, die halt extrem Serotonin oder Dopamin, sorry, ausschütten. Irgendwann habe ich das Gefühl, fehlt hier noch das oder fehlte hier auch ein gewisses Gleichgewicht. Und das heißt nicht, dass du falsch bist oder dass du hättest das früher hinkriegen müssen und du bist selber schuld, sondern das war einkalkuliert. Das stand auf deinem Seelenplan drauf. Also du hast jetzt nicht irgendwas falsch gemacht oder
bist da irgendwie vom Weg abgekommen, sondern das hast du dir so zurechtgelegt. Du wolltest sogar diese Auszeit und vielleicht sogar diese Stolpersteine, weil du, und das ist der Skorpion auch, so sehr wie er jemanden möchte, der absolut zu ihm passt, mit dem er sich extrem verbunden fühlen kann. Wenn er aber merkt, er ist keiner, zieht er sich zurück und begibt sich wirklich nur in sein eigenes inneres Feld, ohne sich wirklich anderen dann zu öffnen. Und das brauchtest du. Und wenn es auch Missbrauch in der Kindheit war, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, dass da etwas war, was dich auch dazu getrieben hat, nicht zu vertrauen, manchmal auch dem anderen Geschlecht nicht zu vertrauen. Ja, gerade wenn man ein Problem vielleicht mit der Mutter oder mit dem Vater hatte, dass man automatisch immer Menschen entweder angezogen hat, die genauso waren, oder dass das immer wieder hochkam, sobald man in Kontakt mit dem anderen Geschlecht kam, oder ne, kann auch gleichgeschlechtlich sein, aber jedenfalls derjenige, wo vielleicht mal eine prekäre Situation war oder ein Vertrauensbruch, dass das sozusagen mit Grund war, sich nicht öffnen zu können. Und es ist aber nicht schlimm, weil das, wie gesagt, einkalkuliert war. Es ist nicht so, dass du was falsch gemacht hast. Die Reife musste über die Zeit geschehen und die passiert immer noch. Ja, ich glaube, du sollst, und das ist, glaube ich, das, was ich ja auch merke, die Magie da drin sehen. Im Alleinsein oder im Ausprobieren oder generell in diesem Prozess der inneren Wandlung. Ich habe fast das Gefühl, du musstest oder wirst noch geformt für die Person, die zu dir passt. Und du bist nicht falsch. Das soll ich dir immer wieder sagen. Du bist in keinster Form irgendwie falsch und lass dir bitte von niemandem, egal wem, einreden, dass mit dir was nicht stimmt oder dass du was nicht hinbekommst. Das ist immer eine Seelenabsprache und immer ein Theaterstück von mehreren Akteuren und du bist nicht da alleine involviert und alles hat Auswirkungen, was dir auch im Leben passiert ist, und schiebe dir bitte nicht die Schuld immer in die Schuhe. Wir können natürlich an uns arbeiten und wir können uns auch verbessern und wir können auch wacher werden, bewusster werden, Dinge erkennen, toxisches Verhalten bei sich selbst und bei anderen erkennen und daran arbeiten. Aber alles, was du bis zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, verurteile dich nicht dafür. Das macht keinen Sinn. Ja, es macht keinen Sinn, sich für was zu verurteilen, was man nicht hätte besser machen können. Ja, und das sollst du auch als eine Phase sehen. Und selbst wenn du sagst, seit der Geburt bin ich Single, Maria, du kannst nicht sagen, das ist eine Phase. Doch, es war nur eine lange Phase. Es gibt ja Phasen, die sind kürzer, und es gibt Phasen, die sind länger. Also hier kann auch eine Rolle spielen, dass entweder du an Menschen geraten bist, die untreu sind, du selbst auch schon in deinem Leben untreu warst, weil du dich nicht binden konntest, weil du gemerkt hast, ich kann mich nicht auf eine Person fokussieren. Kann aber auch sein, dass du vor Untreue gewahrt worden bist, wenn kein Partner in dein Leben kam und du lange Single warst oder immer wieder Single oder noch nie einen Partner hattest, dass einfach die Menschen, die in dein Leben gekommen wären, automatisch untreu gewesen wären, weil da, wie du geprägt worden bist, das, was dir passiert worden wäre, ist eine Anziehung gewesen, die zur Untreue in deinem Leben geführt hätte. Und das wurde dir erspart. Und Menschen in deinem Leben, die oft nicht zu dir gepasst haben oder die du gesehen hast oder vielleicht fandst du auch mal jemanden süß oder so, die hätten, das wäre dir zu schnell und zu viel gewesen. Emotional bist du jemand, der zwar gerne Liebe möchte und auch verliebt sein möchte, aber sich wirklich zu öffnen, sich wirklich zu binden, das fällt dir nicht so leicht. Da brauchst du Zeit. Und heutzutage oder auch früher haben sehr viele Menschen so gesagt, oh, wir sind jetzt ein Paar, wir sind jetzt zusammen und wir sind jetzt, was weiß ich, für immer zusammen oder versuchen es zumindest und planen dann die Zukunft. Und ich glaube, ihr seid so Wesen, ihr wollt erstmal gucken, ihr wollt erstmal testen, ihr wollt erstmal wissen, passt das überhaupt? Ist das überhaupt etwas, was mir liegt? Ist dieser Mensch überhaupt kompatibel mit mir? Ist das langfristig überhaupt was? Können wir Konflikte ausstehen? Was ist, wenn ich meine Macken zeige? Ja, wenn vielleicht bei dem einen oder anderen, kann ich mir vorstellen, ist auch so eine Schwingung von ADHS oder Autismus. Das ist ganz typisch für alte Seelen, für Sternwesen, dass die diese auf diesem Spektrum sind und deswegen für Leute manchmal viel zu ehrlich sind, viel zu direkt sind oder schwer zu verstehen oder Ticks haben oder Eigenarten haben oder merkwürdig sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass eure Art, wie ihr seid, weil Skorpione stehen auch für Merkwürdigkeit, so dieses, die sind eigenartig in ihrer Art. Und das kann entweder absolut geliebt und vergöttert werden oder so total abgelehnt.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid gerade auf dem Weg, euch selbst zu finden, wer ihr wirklich seid. Und dann könnt ihr erst nach einem Partner Ausschau halten, der auch die Version von euch mag, die ihr wirklich seid. Und nicht diese Version, die ihr die ganze Zeit vielleicht gezeigt habt oder die ihr gespielt habt. Ja? Weil manchmal spielt man die nicht, weil man böse sein will, sondern einfach, weil man merkt, oh, man passt besser in die Gesellschaft oder man versteckt sich einfach hinter sich selbst, weil man merkt, dass die Version, die man wirklich ist, gar nicht so gewollt ist oder oft abgelehnt wird. Und wie gesagt, dir geht es nur darum, dass dich ein Mensch wirklich mag. Ein einziger. Du brauchst nicht 10 oder 20. Kennt ihr so Mädels oder Jungs, die dann sagen, auf dich steht ja wohl keiner, auf mich steht jeder. Und man ist so wie, eigentlich ist das traurig, wenn jeder auf dich steht, weil derjenige dann entweder nur die Optik mag, oder eben auch nicht tiefgründiger gehen würde, weil rein theoretisch, wenn man mal richtig tief gräbt, oder vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, wenn man sich einen Menschen anguckt, an irgendeinem Punkt sagt man, bleibt nur Freundschaft. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, weil an irgendeinem Punkt die Punkte nicht mehr übereinstimmen. Du kannst jemanden attraktiv finden, ihr könnt ähnliche Hobbys haben oder ähnliche Ziele im Leben, aber an irgendeinem Punkt merkst du, oh, nee, da sind wir nicht ähnlich. Und dann wird derjenige zur Seite geschoben, wo du merkst, nee, das ist langfristig nichts. Weil Wesen wie ihr wollt Langfristigkeit. Ihr wollt wie für immer. Auch wenn euch für immer manchmal ein bisschen Angst macht, aber ihr seid so wie, ich fange das nicht fünfmal an. Ich fange nicht fünfmal an zu daten. Ich fange nicht 10-mal an zu daten. Ich habe da keine Lust zu. Ich will den oder die Richtige oder das war's. Und das ist noch nicht mal was Illusorisches, wenn Leute dann manchmal kommen und sagen, ah, du musst doch mal ein paar Abstriche machen, Kompromisse eingehen. Nein, musst du nicht. Und deswegen, euer Alleinsein ist schon euer neuer treuer Freund. Mimi, wo möchtest du dich denn hinlegen? Möchtest du den Platz ändern? Möchtest du runter? Okay. Euer Alleinsein ist euer treuer Freund, aber er beschützt euch eben auch vor viel Mist, ja? Der Magier. Ich sehe bei euch, dass ihr eigentlich in Zukunft noch die Funken sprühen könnt. Dass es aber vor allen Dingen erstmal darum geht, dass ihr verliebt seid in euch selbst. Weil ich sehe irgendwie, dass die Liebe in euch selbst erstmal richtig aufblühen muss. Ihr müsst euch mögen, gerne mit euch selbst zusammen sein, gern Zeit mit euch teilen, euch toll finden für das, was ihr fühlt und was ihr denkt und was ihr bis jetzt schon gemacht habt und stolz auf euch sein. Und ich habe das Gefühl, hier ist erstmal so eine Selbstliebe gefragt. Auch Vertrauen in eure magischen Fähigkeiten, in eure Übersinnlichkeit, in eure Intuition, in die Spiritualität, das, wo ihr euch hingezogen fühlt. Und dann wird derjenige mit eurer Art, wie ihr seid, eh fasziniert sein und wird entweder sich gespiegelt sehen oder will lernen durch euch oder will sich dem Ganzen annähern. Aber ihr seid wie die Basis für euer eigenes Leben und dann erst entsteht was. Ich habe das Gefühl, ihr seid richtig begeistert von eurem Leben. Und dann kommt jemand, weil ihr einfach Bock auf euer Leben habt. Ihr habt Spaß an eurem Leben. Und irgendwie, da kommt jemand auf euch zu, der genauso Bock auf das Leben hat. Vielleicht nicht immer auf alle Menschen und alle Szenarien auf dieser Erde, aber Bock auf ein Leben mit dir. Und deswegen, nichts ist falsch, alles ist richtig, mach dir keinen Kopf. Und du bist in der Entwicklung. Schon die ganze Zeit. Und auch wenn man sagt, oh, ich bin vielleicht 60 und mein ganzes Leben lang hat sich nie was entwickelt. Ja, in den 60 Jahren hast du dich trotzdem entwickelt. Du hast Menschen nicht in dein Leben gelassen, du hast sie abgelehnt, weil du wusstest, was du magst. Manchmal war es auch Angst, manchmal war es Vorsorge. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, du hast keine große Liebe verpasst. Keiner, der da war, wäre der Richtige oder die Richtige gewesen. Niemand ist dir davongelaufen. Alles ist so passend, wie es jetzt auch ist. Also du musst dir keinen Kopf machen, ja? Durchatmen, Tee trinken, wollte ich gerade sagen. Und vertrauen darauf, dass bis jetzt alles richtig war und auch richtig sein wird. Okay, meine Lieben, das war's jetzt zu Peil Nummer 1, falls ihr euch noch zum anderen Peil gezogen fühlt, schaut euch den gerne an. Ansonsten schaut gerne auf meine Webseite, da habe ich momentan Sommerrabatt auf meine Audioangebote. Ich mache Legungen für euch und Rituale und vedische Astrologie. Und falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, findet ihr da auch einen Link in der Infobox und auf meiner Website unter Deine Spende.
Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 2 mit dem Rutilquarz. So cool mit diesen Dingern da drin. Wir gucken mal, warum bist du Single? Okay, also hier haben wir, ich höre so ein bisschen, du bist sehr ehrlich, du bist ein Freigeist. Irgendwie, als ob auch noch nicht richtig die Zeit für dich war. Da war viel zu viel zu entdecken, zu erkunden, viel zu viel Vielfalt und viel zu viel auszuprobieren. Ich habe auch so ein bisschen Queer-Energie und so ein bisschen Pan und auch Bisexualität hier mit drin liegen. Also hier könnt ihr definitiv auch darüber nachdenken, zu welchem Geschlecht ihr euch hingezogen fühlt. Nicht immer muss man ja sexuell sein, aber definitiv ist hier auch so eine Begeisterung fürs andere Geschlecht. Und wenn man denjenigen einfach nur schön und attraktiv findet, aber definitiv ist hier mehr zu entdecken. Und deswegen war eine Beziehung in der Form auch nicht so förderlich für deine Entwicklung. Weil auch wenn wir immer denken, oh ja, ich will die große Liebe, am liebsten heiraten und sesshaft werden und bla bla bla. Nicht jede Seele braucht das. Nicht jede Seele braucht diese Entwicklung und braucht diese Gestaltung. Und das heißt nicht, du kannst es nicht haben, aber für viele ist es oft nicht der Fokus. Gerade wenn du ältere Seele bist, dann hast du nicht dieselben Entwicklungen wie eine jüngere oder reife Seele. Die brauchen dieses Familienkonstrukt, die brauchen diesen Halter durch, die brauchen dieses gesellschaftliche Angepasstsein, die brauchen irgendwie dadurch, also die erlangen dadurch Sicherheit. Bei dir allerdings habe ich das Gefühl, da ist so viel innerliche Stärke und so viel innerliche Kraft, dass du diese Konstrukte nicht brauchst. Das ist etwas, du willst eher eine Seelenverbindung und dich mit jemandem austauschen können, aber du brauchst gesellschaftlich nicht diese Konstrukte, du brauchst nicht diese Verbundenheit. Bei dir geht es eher um Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Du bist jemand, der sich befreit aus all dem und deswegen auch hergekommen ist hier auf die Erde, der eine Verbindung nur eingehen sollte, wenn sie wirklich auch bestimmt ist und auch wirklich auch dich bereichert und vervielfältigt und dein Leben bunter macht. Ich habe das Gefühl, du solltest die Finger lassen von allem, was dich runterzieht, von allem, was dich in eine Depression wirft, von allem, was dir das Gefühl gibt, dass du nicht gut genug bist, wo du dich anfängst zu kritisieren, das ist alles nicht in Ordnung. Du brauchst Menschen, die dich feiern, die dich lieben, die deine Farben lieben, die deine Facetten lieben, die dich unterstützen, und wenn du das bis jetzt noch nicht hattest, dann ist das der Grund, warum du Single bist, weil du Menschen brauchst, die dich absolut unterstützen. Der Schütze ist so ein typischer, der geht so auf die Reise und er macht Fotos und Filme und dann kommt er wieder und dann erzählt er seinen Freunden, wo alles war, und macht einen Filmeabend, Fotoabend und zeigt dann so die Polaroids oder irgendwelche Dias, und dann sitzen die Leute da und sind begeistert beim Zuhören, weil er von seinen Abenteuern berichtet. Und er braucht Leute, die einfach ihm zujubeln und einfach sagen, boah, ist voll spannend, voll geil und voll mutig warst du. Und er braucht Menschen, die das Abenteuer bei ihm unterstützen und nicht sagen, es wird aber mal Zeit, dass du hier zu Hause bleibst. Es wird aber mal Zeit, dass du hier sesshaft bist. Es wird aber mal Zeit, der Schütze ist eine Energie, der will raus, der will die Welt sehen, der will Abenteuer leben. Und deswegen hier ist auch so eine Leidenschaft und auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Bindungsunfähigkeit, weil ich sage immer, wenn der richtige Mensch kommt, dann klickt's. Aber hier könnte ich mir auch vorstellen, dass manche Affären vielleicht passieren oder One-Night-Stands oder mal irgendwelche, ne, Dings-Abenteuer. Aber eben, weil derjenige sich seelentechnisch mal auf der Erde ausprobieren will. Wenn man mal überlegt, viele von euch sind alte Seelensternwesen. Die kommen ja auf die Erde, kommen in den Körper und sagen, noch mal gucken, wie das hier als Mensch ist. Ich probiere mich mal aus. Ja, ich probiere mich auch sexuell aus. Ich probiere mich körperlich aus. Heißt nicht, dass sie im Geiste nicht trotzdem eine tiefe Verbundenheit haben wollen, aber manchmal wollen sie gucken, wie das ist, wie funktionieren Menschen, wie ticken Menschen, wie ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Aber gleichzeitig wollen sie auch ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht aufgeben. Weil ja, natürlich, zu einer Beziehung
kann man trotzdem auch unabhängig und frei sein, aber nur mit einer Person, die einen versteht, die vielleicht genauso tickt. Also man kann nicht mit jemandem, angenommen, du hast jetzt jemanden, ich nehme jetzt mal blöde Beispiele, ist ja egal, nach welchem Geschlecht jetzt geht, also urteilt nicht, ob ich jetzt was männlich, weiblich sage. Es gilt für beide Geschlechter, weil beide dumme Nüsse sein können, ja. Ich nehme jetzt mal eine Frau, die ist super eifersüchtig und die sagt, wir sind jetzt monogam, ich kriege jetzt Kinder für dich, dann bleibst du gefälligst zu Hause und guckst keine Frau mehr an. Und der Mann ist aber ein Freigeist, der hat sich in die Frau verliebt, weil er in ihr ein Trauma aufarbeiten konnte, ne? Was Mütterliches, die Mutter war vielleicht nie da und hat sich nie gekümmert und nie beschützt. Diese Frau ist zu Hause, die kümmert sich um ihn, um die Kinder, ist fast wie eine zweite Mutti geworden und er liebt es, aber er merkt innen drin, das ist nicht das, wo sein Herz aufgeht. Es ist nicht das, was er sich langfristig bis zum Tod vorstellen kann. Es ist etwas, was, wo das Trauma geheilt werden kann, wo Dinge repariert werden kann, aber er wird sie irgendwann wieder verlassen. Und das meine ich mit Beziehungen können Phasen sein. Wir haben zwar gelernt, bis dass der Tod uns scheidet und für immer und wir heiraten und wir machen all diese Dinge, aber nicht jeder Seelenplan hat vorgenommen, dass du mit dieser Person bis zum Ende bleibst. Das ist eine Wunschvorstellung von vielen, die eben nicht auf ihre Seele hören. Ganz viele sollen auch heiraten, um eine Verbundenheit herzustellen, um mal zu gucken, wie das ist, um auch sich zu entdecken, um auch da diese Erfahrung zu machen. Ich sage nicht, dass Ehen grundsätzlich falsch sind. Ich sage nur, Ehen sind dann falsch, wenn man eigentlich fühlt, dass man aus einer Ehe rausgehen sollte und nicht mehr merkt, dass man sich weiterentwickeln kann. Es geht nicht um Freiheit und ungebunden sein oder ne, rumprobieren, das meine ich nicht, sondern wenn du merkst, du willst dich eigentlich weiterentwickeln, da ist so ein Inner Calling, da ist irgendwas, was dich ruft, dass du in dieser Beziehung erstickst oder nicht mehr leben kannst, dann macht eine Ehe keinen Sinn. Und deswegen hier fühle ich keinen Drang nach Ehe, keinen Drang nach Heiraten und Bindung. Das ist vielleicht so ein Konstrukt im Kopf, ne? So ein Therapieding, so man möchte jemanden, der sich kümmert, aber letztendlich wird es nicht für denjenigen hier diese Form von Zusammenleben sein. Es ist eher wie eine Art Versprechen, was man sich geben würde, wo beide in Anführungsstrichen frei sind, jederzeit auch wieder auszutreten, wenn sie fühlen, dass sie weiterziehen möchten, aber dass da eine Seelenverbindung ist. Es ist irgendwie freier. Ich will jetzt nicht sagen so hippiemäßig, aber schon eher freier und auch gesund, also kein ungesundes. Ja, also jetzt keine Angst hier. Ja, deswegen sage ich ja, der Abschied ist hier definitiv etwas, was sein kann. Also hier ist kein festgelegtes so und jetzt machen wir einen Stempel drauf und nie wieder darf sich jemand umentscheiden. Man sagt ja auch immer, wenn sich jemand in jemanden verliebt, das kann man nicht. Ja, wenn du jetzt einen Partner hast und der verliebt sich in jemanden, es gibt ja auch Ehepaare, wo die Frau sagt, ich habe mich jetzt in jemanden verliebt, bin zwar mit meinem Mann zusammen, aber ich habe mich verliebt. Was willst du dagegen machen? Natürlich kann man sagen, hier zerstör nicht, was du aufgebaut hast, aber gleichzeitig kann man auch sagen, wir gucken mal, was du jetzt vielleicht mit dem, was du gelernt hast, weiter aufbauen kannst. Und das heißt ja nicht, dass du irgendwas zerstörst, sondern dass du das mitnimmst, was du an Erfahrung gesammelt hast. Ja. Ich habe auch das Gefühl, die Seelengruppe, die das hier gewählt hat, die hat schon so viele Ehen und so viele Partnerschaften hinter sich, in so vielen Inkarnationen, die hat das so oft schon mitgemacht, dieses Konstrukt, dass sie einfach keine Lust mehr darauf hat. Dass sie einfach Lust hat, sich mehr auszuprobieren und frei zu sein. Fokussierte auf auch mehr die Vielfalt im Leben. Und ich glaube auch, mit vielen zu reden oder für sich zu entdecken und ich sag ja, der Schütze, der so ein bisschen von seiner Reise erzählt. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind mehr so die Abenteurer. Und deswegen, wenn Leute manchmal sagen, oh, dieser Junggeselle, der sich nie binden wird, oder hier die Frau mit ihren drei Katzen, die niemals sesshaft wird. Die Frau mit ihren drei Katzen ist vielleicht mega glücklich und hat für sich genau das Richtige gefunden und hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen süßen Liebhaber. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Darf doch jeder machen, wie er möchte. Und hier ist so eine, keine festen Konstrukte, keine festen Einschränkungen. Freiheit. Hier geht es um Freiheit. Das ist, wenn du vor allen Dingen auch aus einer Seelengeschichte kommst, wo sehr viel Einengung war, sehr viel Dominanz, sehr viel Bestimmung, dann ist diese Energie heilsam, sich
selber jederzeit entscheiden zu können, was du möchtest, wie du es möchtest und Menschen zu finden, denen es ähnlich geht. Ja, es ist natürlich nie gesund, mit jemandem zusammenzugehen, der absolut monogam sein möchte oder absolut sich binden und heiraten möchte. Dann ist das natürlich was Toxisches, ne? Dann passt das nicht. Aber es gibt Menschen, ob man glauben will oder nicht, die gleich denken und die dann auch harmonieren. Und hier habe ich das Gefühl, ist das was Freigeistiges. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich in den nächsten Jahrzehnten das Form, die Art von Beziehungen, die Gestaltung von Beziehungen, die Gestaltung von vielleicht sogar Ehen sich verändern werden und dass diese alten Konstrukte sich auflösen. Und das ist dieser neue Zeitgeist, den ich hier fühle. Der Stern, das ist also auch etwas, was definitiv auch gut ist und was auch Fortschritt bringt und was auch Veränderung bringt und was auch für dich gut ist. Also, falls du jemand bist, der sich nicht binden kann oder konnte, der immer denkt, er hat keine Bindungsfähigkeiten, irgendwas stimmt mit dir nicht, mit dir stimmt alles. Du bist ein Freigeist, du bist ein Reisender, du bist jemand, der entdecken will, der viele vielleicht treffen will oder der sich oft verlieben will. Du bist jemand, der will rumprobieren. Es ist immer nur, ich sage immer, es ist immer nur toxisch, wenn du dich mit Menschen abgibst, die nicht zu dir passen. Ja? Das ist das Einzige. Finde Gleichgesinnte. Ich sage auch immer, das sind nicht meine Leute. That's not my people. Ja, suche dir Menschen, die zu dir passen und klare, offene Kommunikation. Das ist vielleicht das, was ich dir noch sagen kann. Klare, offene Kommunikation, wie du tickst, was du von Beziehungen hältst, was du darüber denkst, wie du das gerne haben möchtest und den anderen offen lassen, ob er das mag oder nicht. Aber nichts hinterm Berg halten, nichts verstecken, nicht anpassen, nicht rumdoktern, nicht rumformen. Ehrlich sein. Das ist hier die Botschaft an dich. Und dann entwickelt sich das ganz von alleine. Okay, meine Lieben. Spannender Peil 2. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau den sehr gerne an. Ansonsten schau gerne auf meine Website. Ich habe momentan Sommerrabatt auf meine Angebote. Ich mache Audiobotschaften für euch, Rituale und vedische Astrologie. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, dann findest du einen Link in der Infobox oder auf meiner Website unter deine Spende. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Hallo, Peil Nummer 3 mit dem Chalcedon. Wir gucken mal, warum ihr süßes Single seid. Okay, hier haben wir ein Ahnenthema, aber auch ein Vergangenheitsthema, karmisches. Das hat was mit einer früheren Inkarnation zu tun. Ihr seid in diesem Leben auch geschützt. Es ist auch Schutz. Viele, die keinen Partner haben oder auch seit der Geburt niemanden haben, das ist oft Schutz gewesen. Schutz vor nicht derselben karmischen Erfahrung. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr lange nicht mehr auf der Erde wart, und ich fühle, dass manche hier Sternwesen sind, die sehr lange nicht mehr Mensch waren oder eine Weile Auszeit genommen haben und ihr inkarniert wieder als Mensch. Ihr tretet in euer Karma wieder ein. Also das, was man könnte fast sagen, da, wo ihr aufgehört habt, wie bei so einem Spiel, geht ihr wieder in den Spielstand zurück und spielt ab da weiter. Das heißt aber auch, die traumatischen Erlebnisse eures früheren Lebens sind noch wie da. Auf die kommen wieder in euer System rein. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch traumatische Erfahrungen im letzten Leben gemacht haben und angedockt wären an dieselbe Erfahrung und in diesem Leben nicht dieselbe Erfahrung mehr machen sollten. Und deswegen wie geschützt worden. Weil ich will jetzt nicht sagen, keiner von euch hat schlechte Erfahrungen gemacht. Das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, dass partnerschaftlich ihr euch nicht so verrennen solltet in irgendetwas, weil es euch aufgefressen hätte, seelisch. Es war sozusagen ein Schutzmechanismus vom Universum an euch. Ja, es ging darum, dass ihr euch größer macht, dass ihr in diesem Leben nicht die Kleine oder der Kleine seid, die sich anpassen, die gehorchen, selbst wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass das irgendwie so ist, seid ihr aber eigentlich Rebellen. Ich meine, jeder, der keine Beziehung hat in diesem Leben, jeder, der Single ist, jeder, der noch nie eine Beziehung geführt hat, vielleicht noch Jungfrau ist und jemand, der sich körperlich sozusagen da noch nicht ausprobiert hat, ist für viele ein Dorn im Auge. Gesellschaftstechnisch finden das Leute merkwürdig und
denken, mit der Person stimmt was nicht oder da ist was nicht in Ordnung. Und ganz oft ist es aber was Seelisches. Ganz oft ist es was Seelisches, was Karmisches und hat auch mit dem Seelenalter zu tun und wo derjenige herkommt. Und sehr viele Seelen, die das kritisch sehen oder merkwürdig sind, sind jüngere Seelen. Ganz einfach. Für die wäre das nicht mal ansatzweise denkbar, nicht irgendwann, keine Ahnung, in jungen Jahren schon rumzuprobieren oder irgendwas zu machen. Für die ist das ganz merkwürdig. Die haben aber auch nicht dieselben empathischen Gefühle. Die fühlen nicht den Druck der Welt, die fühlen nicht den Druck der Menschen. Die fühlen auch nicht den Schmerz so intensiv. Die wissen gar nicht, wovor sie sich schützen müssten, weil sie gar nicht dieses Empfinden haben. Deswegen, ihr seid jemand, ihr solltet in diesem Leben erstmal lernen, euch grundsätzlich auszudehnen, körperlich, energetisch, erstmal überhaupt einen Platz hier zu finden. Und die Partnerschaft war etwas, was gar nicht so im Fokus stand. Das war gar nicht so die Aufgabe, die ihr da hattet. Ja, definitiv. Also hier haben wir die Außenseiter-Energie. Alleine schon, wie ihr seid. Und ich wette, es ist nicht nur das. Ihr habt bestimmt auch andere Punkte, die euch zum Außenseiter macht. Vielleicht esst ihr anders. Oder ihr habt ja auch wieder so ein bisschen die ADHS-Autismus-Energie drin liegen. Ja, weil viele, sage ich ja, Sternwesen, alte Seelen sind auf dem autistischen und ADHS-Spektrum. Und es klingt immer viel gemeiner, als es ist. Es ist eigentlich eher eine bewusst, also solche Menschen sind sehr, sehr bewusst, sehr offen, fokussiert auf Dinge, die sie wirklich interessieren, lehnen Dinge ab, die sie absolut nicht verstehen oder auch nicht gutheißen. Sie sind keine Schauspieler, sie maskieren nicht wirklich, außer sie haben es, ne, sich antrainiert. Sie sind eigentlich, sie wissen sehr gut, was sie wollen und was nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das hier auch mit reinspielt, so eine Bewusstwerdung, wer du wirklich bist und was du absolut nicht willst. Ja, ich glaube, bei euch ist der Punkt, wahrscheinlich auch die Abstinenz, die ihr da habt, dass ihr oft auch Menschen schon idealisiert habt, die gar nicht so waren, wie sie eigentlich waren. Ja, ihr habt da so die schöner gemacht, klüger gemacht, besser gemacht. Kann auch sein, dass manche von euch so Fanfictions mögen oder Fantasy-Bücher, Romane, wo so die perfekten Personen beschrieben werden, dass es auch so eine Traumwelt ist, in die ihr euch da manchmal flüchtet. Weil ihr merkt, dass hier auf der Erde das jetzt nicht unbedingt so gegeben ist, wie ihr es eigentlich kennt. Und ihr spürt aber auch diese Verbundenheit zu jemanden. Also ihr spürt, dass da eigentlich eine absolute perfekte Verbindung mit jemandem sein könnte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Sehnsucht, die ihr schon immer habt und fühlt. Aber euch geht es wirklich erstmal vordergründig um diese Ausgleichung, diese Gerechtigkeit, dieses erstmal wieder das alte Karma loswerden, endlich mal wieder in diesem Leben ein Leben führen, endlich sich selbst verwirklichen, vielleicht erstmal beruflich irgendwas machen oder sich erstmal von der Familie trennen oder irgendwie, ja, alten Schmerz loswerden, sich selbst erstmal kennenlernen. Also sehr wie ihr euch kennt, habt ihr aber Anteile an euch, die euch noch verborgen geblieben sind oder die ihr untergraben musstet aufgrund eurer Kindheit oder eurer Entwicklung. Und diese Verbundenheit zu dieser Person, die ist zwar schon immer da, aber die kommt erst richtig raus und ich glaube, es kann erst richtig in der Zukunft geäußert werden und gezeigt und manifestiert werden, wenn ihr mehr angekommen seid. Das fühle ich irgendwie. Und nicht mehr idealisiert Menschen wirklich anguckt, wie sie sind, sie nicht schöner machen, nicht besser machen, weil wir neigen dazu, gerade wenn wir verliebt sein wollen oder wenn wir uns gut fühlen wollen, über bestimmte Punkte hinweg zu gucken. Und diese Punkte wären aber dann langfristig unser Downfall. Ja, wir würden eigentlich dann an irgendeinem Punkt wieder scheitern und das tut dann noch mehr weh. Deswegen, ihr habt eigentlich schon gutes Einschätzungsvermögen, was so bestimmte Menschen angeht, aber ihr habt eben auch manchmal noch nicht so richtig gelernt einzuschätzen, wann nutzt mich jemand aus, wann ist er, will er nur Aufmerksamkeit, wann will er nur sehen, ob er einen haben kann, wann genießt er einfach nur das, was man bieten kann. Ich glaube, dass ihr immer schon fühlt, dass da jemand ist in eurem Leben,
So eine gewisse Verbundenheit zu jemandem, den ihr nicht seht, oder vielleicht habt ihr auch Träume oder vielleicht spürt ihr da einfach was. Und ihr sucht dann immer in den Menschen, die vielleicht vor eurer Nase sind, die irgendwie in die Nähe kommen, immer diesen Menschen. Und dadurch achtet ihr manchmal nicht auf die Dinge, die wirklich passieren. Und habt vielleicht euch schon die andere, eine oder andere Nase gestoßen, weil ihr festgestellt habt, oh, das war es gar nicht. Oder der war es gar nicht. Oder die war es gar nicht. Aber ich glaube, das fuchst sich gerade ein. Da ist gerade so eine Entwicklung. Die Waagschalen, ja. Wir haben hier diese. Und das ist auch das Interessante, was ich so dargestellt habe. Wir haben ja diese Seifenblasen hier unten, die kleinen, und hier oben die großen. Und das ist wie so eine Waage. Und Seifenblasen sind ja super zerbrechlich und empfindlich. Und wenn du dann nur ein bisschen zu viel machst, puff, platzt die Seifenblase. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass zum einen Illusionen aufgelöst werden. Nicht mehr diese Vorstellung, dass euch jemand rettet, dass euch jemand aus eurem Schlamassel rausholt oder aus eurem Wehleid, sondern dass ihr lernt, eure Gefühle wirklich zu fühlen, wirklich zu euch zu stehen, keine Angst mehr vor euch selbst zu haben, euren Mund zu öffnen und Dinge zu sagen, die wichtig sind und keinen Retter mehr wollt, sondern ihr euren eigenen, ihr seid der eigene Ritter, ihr seid der eigene Prinz oder der Prinz auf dem Schimmel, der vorbeigeritten kommt, ihr seid selber derjenige. Und dann kommt da jemand, der ist dankbar, dass er aufhört zu idealisieren, weil derjenige auch weiß, er ist nur ein Mensch. Er möchte nicht perfekt sein müssen, er möchte auch Fehler haben dürfen, er möchte auch mal dazulernen dürfen. Und der hat auch immer, derjenige fühlt auch schon, dass da jemand ist. Aber ich habe das Gefühl, das musste erst passieren. So die Bubbelblase musste erst platzen von wer sind deine Freunde, wer sind nicht deine Freunde, wer ist Familie, wer gehört nicht zur Familie, wer lügt und betrügt. Da musste fast wie so ein schmerzvolles Bewusstsein entstehen. Und das entsteht gerade, glaube ich, noch. Da ist gerade, glaube ich, noch eine Entwicklung. Und dann kann erst Partnerschaft stattfinden. Das ist fast so, als ob ihr geschützt werdet vor richtig heftigen Schmerz. Und selbst wenn ihr sagt, ihr habt schon Schmerzen erlebt, nicht das. Nicht das, was da hätte kommen können. Und deswegen, alles ist richtig mit euch. Ihr habt nichts falsch gemacht. Das ist alles energetisch passend und stimmend. Und bitte nicht verurteilen oder denken, ihr habt irgendwie, ne, keine Vorwürfe machen. Alles ist in Ordnung und alles soll genauso sein. Okay, meine Lieben, das war auch interessant. Sehr intensiv auf jeden Fall, gefühlt, energetisch, merke ich richtig, wie da etwas ist, was sagt, hier ist, muss ein bisschen Ruhe und Stille und Gediegenheit rein. Ja, okay, falls ihr euch zu einem anderen Paar hingezogen fühlt, dann schaut den gerne an. Ansonsten schaut gerne auf meine Website, da findet ihr meine Angebote. Ich habe da momentan Sommerrabatt und findet auch ein bisschen was über mich, mein Leben, meine Arbeit. Und falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, findet ihr was in der Infobox. Oder auf meiner Website unter Deine Spende. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben, Peil Nummer 4 mit dem Krysokoll. Wir gucken mal, warum ihr Single seid. Interessant, dass wir den Papagei haben. Was ja eigentlich für Partnerschaft absolut steht. Aber auch das Kronenchakra. Ah, okay. Also ihr seid welche, die haben ihre Partner oben gelassen. Da sind der perfekte, sag mal, Partner ist nicht inkarniert. Der ist, ich weiß, das hatte ich schon mal in irgendeinem Pickepile, wo es darum, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ein Liebespickepile war. Und haben manche dann gesagt, heißt das, ich habe in diesem Leben keine Liebe, habe ich in diesem Leben keine Chance, bin ich jetzt verflucht? Ihr spürt, dass ihr jemanden kennt, dass der in der letzten Inkarnation mit euch war, tiefe Verbundenheit, tiefe Liebe. Der ist aber nicht mit in dieses Leben inkarniert. Das heißt nicht, dass ihr nicht einen anderen Seelenverwandten aus einem anderen Leben kennt und den hier trefft. Nur ist es nicht derselbe Entwicklungsstand wie mit dieser Person. Und manchmal vermisst man
diese Person, weil man sagt, oh, mit der war das letzte Leben oder da hat man schöne Zeiten gehabt und man will es in diesem Leben wieder haben, weil man das spürt. Und das Leben sagt, ja, aber wir haben einen Entwicklungsstand mit zum Beispiel dieser Person aus dem Leben davor oder daneben oder wie auch immer. Also bekommt man nicht diese eine Person, sondern eine andere, die aber auch mit dir sehr intensiv und verbunden ist. Es ist nur nicht diese eine, die du da spürst. Und manche sind da halt, ne, manchmal sauer und frustriert darüber, wenn ich das sage. Aber was soll ich euch sagen? Das, was ich hier höre, ist das, was ich nur weitergeben kann. Deswegen, die sind eher als Geistführer an eurer Seite. Die sind energetisch da. Wenn ihr mal eine Umarmung fühlt, wenn ihr spürt, dass da jemand euch berührt, euch gut zuredet, das ist derjenige, der sozusagen die letzte Begegnung mit euch war. Ja, ich glaube, ihr sollt lernen, in diesem Leben Dinge alleine hinzubekommen. Und wahrscheinlich bekommt ihr Dinge auch alleine hin, aber es geht vor allen Dingen hier darum, nicht mehr angewiesen zu sein auf jemanden. Keine Führung mehr von jemand anderem zu wollen, sondern die Führung in sich selbst zu finden. Und auch glücklich zu sein. Oh ja, das bestätigt es jetzt nur noch mal. Ja, also das Glücklichsein zu finden im Alleinsein. Und ich weiß, das ist ätzend manchmal, weil man denkt, wie soll ich das machen? Und andere sind doch auch, ja, aber andere haben noch einen ganz anderen Entwicklungsstand, ganz andere Aufgabe, ganz anderen Pfad, den sie gehen sollen. Das ist nicht dein Pfad. Auch wenn du denkst, oh, ich hätte den gerne. Du wirst merken, es ist dann nicht, es fühlt sich nicht so an, wie du gerne gehabt hättest, dass es sich anfühlt. Das ist eigentlich das Erschreckende. Wenn man das dann irgendwann mal versteht, merkt man, wow, ich habe mich aufgeregt über etwas und bin etwas hinterhergejagt, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ja, ich spüre auch diese Erschöpftheit, dieses danach suchen, danach jagen, das unbedingt wollen, immer wieder Frustration, immer wieder nicht klappen, immer wieder Probleme, die kommen. Hat auch mit der Familie zu tun. Ja, wenn Druck kommt. Kennt ihr das? Wahrscheinlich kennen das manche so dieses, willst du nicht mal eine Partnerin? Willst du nicht mal einen Freund? Willst du nicht mal eine Familie gründen? Willst du nicht mal irgendwie Kinder haben? Willst du nicht mal bababababa? Toxisch. Toxisch, as fuck. Sobald dir irgendjemand sagt, willst du nicht mal, ne, bedeutet das, er will seine Bedürfnisse durch dich befriedigt haben. Ja. Oder was auch passieren kann, was auch auf Narzissmus hindeutet, ist, dass derjenige dir unter die Nase reiben will, was du nicht hast. Und du sollst dich darüber schlecht fühlen und nicht gut, weil derjenige es nicht erträgt, dass du zufrieden mit dir bist, so wie es ist. Weil er sagt, du kannst dich doch nicht wohlfühlen, du musst dich schlecht fühlen, weil er sich vielleicht nicht gut fühlen würde damit. Und er will dir auf die Nase drücken, dass du nur was nicht siehst. Auch eine Form immer von Gaslighting, ne? Dir zu unterstellen, dass du irgendwas nicht siehst, nicht verstehst, nicht kapierst und dass du hinterm Mond bist. Und das bist du nicht. Ja, lass dir von niemandem, egal wem, jemals erzählen, dass dein Leben nicht lebenswert ist oder dein Leben nicht gelebt werden sollte, auf die Art und Weise oder du was verpasst. Deine Seele verpasst gar nichts. Gar nichts. Hat bis jetzt nichts verpasst und wird auch nichts verpassen, egal wie es weitergeht. Lass dir von niemandem einreden, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Und wenn das Bedürfnis nach einer Familie ist, soll ich dir auch sagen, deine Seelenfamilie ist die ganze Zeit bei dir, energetisch. Und du hast dir diese Erderfahrung ausgewählt, weil du auch manche Seelen treffen wolltest, die mit dir verwandt sind, aber nicht wie in einer Familie. Also weißt du so, stell dir vor, du hast jetzt so eine Familie da oben. Ich nenne es jetzt einfach mal den Wolken im Universum. Und das ist deine Cloud. Und da hast du deine Tanten und Onkel und was auch immer. Und dann inkarnierst du und hast aber Menschen, denen du begegnest, die weitläufig mit dir verwandt sind. Also das heißt Urgroß, Tante, wie auch immer die alle heißen, mit dir verwandt, aber nicht sofort das Gefühl von, oh, das war doch mein Partner oder oh, das war, sondern das ist so, du fühlst eine Verwandtschaft, du fühlst eine Verbundenheit, da ist eine ähnliche Seeleneinstellung, ein ähnlicher Geist. Und du sollst sozusagen mit denen auf der Erde neue Berührungspunkte machen. Und deswegen fühlen sich Sachen auch neu an oder manchmal auch so schwer an und so heftig an, weil es keine alte Seelenverbindung ist, sondern eine Verbundenheit, die da ist, aber die noch nicht ausgereift ist. So würde ich es beschreiben.
Bei dir lodert auf jeden Fall Leidenschaft. Es ist jetzt nicht so, dass du nicht jemand bist, der auch mal feurig daherkommen kann und sagen kann, ich lebe und ich spüre Leidenschaft und ich habe Temperament. Das muss nur im richtigen Maß sein, weil du auch wieder spürst, du bist jemand, der will sich einfach spirituell verbunden fühlen. Du willst dich auf allen Ebenen dich verbunden fühlen. Deine Seelenerfahrung ist so, du hast so viel schon mitgemacht auf Erden und auch auf anderen Planeten. Und du hast so viel Erfahrung, dass du genau weißt, das lohnt sich nicht, wenn ich mich auf was einlasse, was nicht irgendwie mich bereichert, mich nach vorne bringt. Das ist fast so, als ob das schnell wieder alles abbrennt. So, weißt du, es gibt doch so Holz, was lange brennt, wo du lange was von hast, so ein langes Lagerfeuer oder ein langes Kaminfeuer. Und dann gibt es so Holz, das brennt übelst schnell ab und das Feuer ist gleich wieder weg. Und ich glaube, du hast rausgefunden, du brauchst lang brennendes Feuer. Und das gibt es nicht überall. Und das ist kostbar und das ist selten. Und du weißt, dass du nicht die ganze Zeit Feuer verbrennen willst, was einfach wieder zur Asche wird. Du weißt, dass deine Energie sehr schnell ist, sehr intensiv ist und manchmal auch jüngere Seelen verbrennen kann. Du neigst auch dazu, jüngere Seelen einfach so und weg sind die. Also jetzt nicht, ne, dass sie nicht leben, aber die distanzieren sich dann auf einmal. Die wollen auf einmal nicht. Hier auch ein Memo an alle Frauen da draußen, die merken, dass Männer sie ghosten oder Männer verschwinden. Können sehr oft nicht mit eurer Energie umgehen. Ihr habt so eine fortschrittliche, entwicklungsfördernde, absolut revolutionierende, nach vorne gehende Energie, die eigentlich ein, sagen wir mal, neuer energetischer Mann absolut befürworten würde und extrem lieben würde. Aber ihr trefft oft auf Seelen, die jünger sind als ihr, die energetisch nicht mithalten können und die von eurer Flamme aufgefressen werden. Und das spürt er nämlich eigentlich auch, weil ihr versteht nicht, warum zieht er sich zurück, warum ghostet er mich, warum will er vielleicht nicht. Na, ich kann auch bei Frauen so sein. Ich gehe jetzt einfach mal auf das eine Geschlecht, sonst rede ich hier doppelt und dreifach. Aber ich habe es halt so oft beobachten können bei Frauen, dass die Männer sich an irgendeinem Punkt zurückziehen und die Frau dann denkt, vielleicht war ich nicht weiblich genug oder vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, ich kann niemanden halten. Nein. Energien, die nicht zusammenpassen, stoßen sich ab irgendeinem Punkt ab. Und du bist jemand, der einfach nur sehr schnell an den Punkt kommt. Und du siehst sehr schnell die Wahrheit. Und deswegen jeder, der weggeht, ist immer nur wieder ein Beweis dafür, dass jemand dich energetisch nicht mithalten konnte. Und dass es nichts Schlimmes ist und dass nichts falsch ist. Und du darfst das nicht verurteilen. Weil wie gesagt, du bist jemand, der bekommt es alleine hin. Und selbst wenn du jetzt ein Mann bist und merkst, die Frauen verschwinden immer wieder, genau dasselbe Problem, sage ich jetzt einfach mal, die kommen mit der Energie nicht klar. Und das ist ja nicht schlimm, wenn man mit der Energie nicht klarkommt. Das ist doch sogar besser, nicht denselben Weg zu gehen, als wenn man sich dann quält und eine Energie erzwingen will, ja? Okay, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich zu Peil Nummer 4 reinbekomme. Also keine Angst, es ist jetzt nicht so, dass ihr gar keine Partnerschaft führen könnt. Es ist nur so, dass ihr eher dazu neigt, alleine zurechtzukommen, glücklich zu sein und ein anderes Leben zu leben und dass eure Leidenschaft eben nicht für jeden gemacht ist und das euch auch manchmal dazu zwingt, alleine zu sein, weil es eben eure Liebhaber davon, ja, haucht. Und es ist ja nichts Negatives, es ist einfach nur keine Kompatibilität. Und eben, ne, dass ihr spirituell verbunden sein müsst und auch reden könnt, weil Papageien sind so, ne, die wollen sich austauschen, die wollen reden, die wollen kommunizieren, die wollen Spaß haben. Und ihr braucht halt jemanden, der auf eurer Wellenlänge ist, der euch spiegelt, der wirklich euch spiegelt und nicht ein Narzisst, der euch spiegelt, sondern jemand, der wirklich euch spiegelt, weil er wirklich so ist und nicht, weil er so tut, als ob er so wäre. Ja. Okay, meine Lieben, das ist die Botschaft von Peil Nummer 4. Ich hoffe, ihr konntet was für euch rausnehmen. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut euch den sehr gerne an. Ansonsten schaut sehr gerne auf meine Website, da habe ich momentan Sommerrabatt auf meine Audioangebote. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, findet ihr auch einen Link in der Infobox oder auf meiner Website unter Deine Spende. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Bye bye.